Und willkommen zurück bei Assassin's Creed. Und wir müssen jetzt irgendwie steuern. Verdammt. Das war eine Bombe, du Idiot. Ich weiß nur nicht wie. Wir gehen mal zum Schiffzeichen da irgendwie. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Da oben ist auch gar nichts, Mann. Komm wieder runter. Danke. Aber schön gemacht, muss ich sagen. Ne? Wirklich schön gemacht. Kommen wir eigentlich auch runter? Nee. Hier auch nicht. Kommen wir in unsere Kajüte rein? Ist ja... Achso, nee, kann man auch nicht. Okay, gut. Wie zur Hölle fahren wir weiter? Nein, ich will nicht klettern. Hört's ja auf, wie auf dem Schiff rumzukleckern. Du sollst... zu kleckern. Du sollst fahren, verdammt. Stell dich doch nicht so an. Kann doch gar nicht sein. Jetzt fahr das verdammte Ding. Oder kann ich echt jetzt nicht weiterfahren und ich muss da hin? Das kann doch nicht sein. Da waren keine Leguane. Habt ihr ja selbst gesehen. Ach ja, komm, dann probieren wir es auch noch. Was? Alles gut, Leute. Alles gut. Papa kommt wieder. Aber wie gesagt, die waren keine Leguane. Nichts. Warte mal, da ist eine Schatzkarte oder sowas. Die war gerade noch nicht da. Da ein Skelett. Der Tag hat sich gelohnt. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay. Okay, wir müssen da hoch an einem großen Stein. Machen wir mal. Also am anderen Ende der Insel. Irgendwo ist ein großer Stein. Und da muss irgendwo ein Schatz sein. Oha, wir alten Goldgräber, wir. Könnte das der hier schon sein? Ist auf jeden Fall ein großer Stein. Wir gehen mal weiter gucken. Wo waren unsere Schatzkarten nochmal? Das ist das Ding. Hier oben hätte ich gesagt. Lass mal hingucken. Mensch, von euch habe ich genug. Guck mal, da war was, oder? Achso, ach, hier so ein Vieh. Tut mir leid, ich wollte jetzt nicht hier abmuchsen oder so. Aber hier ist auch kein Stein, also kein großer. Oder da hinten. Ah, da wird ja keiner sein. Warst du ein Mini-Ozelot oder was warst du jetzt? Ein Leguan, Leute, ein Leguan, guckt euch an. Komm mal zu Papa. Komm zu Papa. Jetzt komm zu Papa, verdammt. Muss man dich denn hier zwingen? Ach, die kommen erst nachts raus, so wie es aussieht. Also hat man am Tage andere Lebewesen wie in der Nacht. So würde ich das jetzt mal einfach kackendreist bezeichnen. Zack. Oh, tut mir so leid. Im Hintergrund gesehen, wie er wegläuft. Sehr geil. Ein neues Holster erstellen, ein Gesundheitsupgrade herstellen. Okay, also hier haben wir dann unsere Jackdaw-Upgrades. Das ist das Schiff. Edward, das sind wir und Herstellung. Wir gucken mal, ob wir das Schiff upgraden können. Hier können wir das Aussehen ändern. Wie geil ist das? Ach genau, das hatten wir schon gefunden. Und hier können wir natürlich gucken, was wir für Dinge machen. Okay, hier haben wir dann Voraussetzungen. Kommen Sie in die Geschichte voran, bla bla bla. Das ist natürlich doof, finde ich. Hier haben wir eine Harpune. Ja, die holen wir uns dann im Geschäft. Wir sind der Chef im Geschäft. So, warte mal. Inventar, was haben wir denn? Schatzkarten, genau. Jetzt gucken wir uns das Ding nochmal an. So, 749, 625. 749, 625. Ich will die Karte, verdammt. Willst du mich verarschen? Hallo, geh zurück. Es ist buggy irgendwie. Ja, schön. Ich komme nicht weiter. Willst du mich verarschen? Was wollt ihr von mir? Sollen wir das jetzt erst ausrüsten oder was? Können wir nicht. Weil wir kein Geschäft hier haben, verdammte Scheiße. Idioten. Ja, komm. Hä? Schnallt ihr das? Ja, würde ich gerne machen.
Kann jetzt nicht sein, dass ich wieder... Was ist hier kaputt, Leute? Also, für alle, die es gerade nicht sehen, ich werde automatisch wieder ins Menü geschmissen. Warum auch immer. Öffnen diesen Abschnitt hier. Ach so, ah, okay. Ah, gut. Ah. So, besser. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Meine Güte, jetzt lass mich in Ruhe. Geht doch. So, also 900. Ach Gott, da müssen wir ganz woanders hin. Okay, gut. Das heißt, es ist gar nicht auf der Insel hier. Okay, müssen wir natürlich erstmal ein bisschen weiter erkunden. Und wir sollten optional noch ein Leguan erschießen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch up-to-date ist. Wir gucken mal. Fortschrittsanzeige. Ein Leguan erschießen, ein Ocelot per Luftattentat erledigen. Okay, dann schnappen wir uns einmal hier unsere Knarre. Zack. Und dann suchen wir uns mal einen fixen Leguan. Hier haben wir welche, vor die Rübe ballern können. Du bist... ein Stein? Ja. Jetzt will ich ja keinen Leguan, oder was? Alter. Jetzt sollen wir ein Luftattentat noch machen beim Ocelot. Das könnten wir hier ganz super machen. Wir warten einfach. Wir legen uns auf der Lauer. Bis ein Ocelot vorbeikommt. Da kommt schon einer. Na, 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 na. Ey. Ey. Komm her. Komm zu Papa. Mietz, 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 mietz. Komm mal hier. Ja, komm mal hier. Komm zu Papa. Schade, dass da keine Kokosnüsse dranhängen, ne? Und da noch so ein bisschen was holen kann. So ein paar Kokosnüsse. Wäre ja auch ganz cool. Oh, nächste Bäumchen. Oh, das sah cool aus. Das sah wirklich cool aus. Guck mal, hier habe ich eine Idee. Zack. 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 Ach, nee. War eine doofe Idee. Hi. So, aber wo sind die scheiß Lego-Arne hin? Die waren doch vorhin hier ganz viele da. Da, 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 da. Alter. Ja, rennt! Dich kriege ich. Komm hier hin. Ja, yeah, wir haben ihn. Okay, und jetzt müssen wir noch einen Ocelot aus der Luft reißen. Ach so, wir beuten den natürlich noch. Macht ja Sinn. Ist ja doof, wenn wir den jetzt liegen lassen und umsonst geschossen haben. Nur der Lust willen. Oh, wir haben eine Herausforderung beendet. 5 Tiere häuten. So, jetzt müssen wir wieder auf die andere Seite. Vielleicht habe ich vorhin gelogen mit dem Tag-Nacht-Zyklus, dass sie da nicht verschieden kommen, sondern wirklich, dass man ja immer auf die anderen Seiten der Insel muss. So, dann warten wir einmal ganz kurz. Mietz, 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 mietz. Ich kann natürlich auch mal zu uns locken, oder? Vielleicht klappt das ja. Hm. Doch. Ja, einen kleinen Sprung haben sie gemacht, aber hat jetzt nicht so viel gebracht. Okay, dann gehen wir nochmal ein Stück rüber. Hallo. Mietje Katja. Mietje Katja. Oh, warte mal. Hier können wir uns ranschleichen. Komm hoch, hoch, hoch. Jetzt geh doch hoch, verdammt. Ja, Mann. Okay, okay. Fuck. Fuck it. Ah! Das war unsere Chance. Hört ihr auf zu spielen? Kommt der hier. Ich muss noch einen aus der Luft reißen. Ja, komm. Komm mal zu Papa. Ich drehe mich auch weg. Aus der Luft gekackt. Ja, 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 komm. Wir haben ihn, super. Super, Leute. Ah, tut mir leid, lieber Ocelot, dass du dafür jetzt dein Pixelleben opfern musstest, aber Quest ist Quest. Da musst auch du durch. Okay, super, dann haben wir das wenigstens schon mal geschafft. Und dann gehen wir zurück zum Schiff und gucken mal, ob wir jetzt ablegen können, endlich. Sollen uns da unten erstmal treffen? Hallo? Ahoi, Captain. Gefunden, was du brauchst? Auf jeden Fall. Wir wurden sehr erfolgreich. Auf den Wollen liegen Ozeane, Freund. Doch ich habe einen zweiten Holster angefertigt. Nun brauche ich nur noch eine Pistole, die ihn füllt. Oh, guckt euch das Ding an. Aus dem Frachtraum, wie du sagtest. Wohl eher ein Blasrohr. Doch gut genug.
Nun, alle ausgeruht? Oder sollen wir noch länger trödeln? Lichten wir Anker. Ich glaube, die Crew dürstet nach Zivilisation. Auf jeden Fall. Es gibt keine Zivilisation in Nassau. Aber es ist ein guter Ort, um seinen Durst zu löschen. Was mich jetzt noch interessiert, warum ich nicht ganz erkennen konnte, ob das Open World ist hier. Also ob das jetzt wirklich ein riesen Meer ist, wo man lang schippern kann. Oder ob das immer nur so kleine einzelne Abschnitte sind. Das gucken wir uns auf jeden Fall gleich an. Und ich stehe wirklich immer auf unheimlich auf Open World. Drücken Sie mehrmals mit ausgerüstet auf, um Schüsse zu verketten. Ach, wie geil. Okay, lustig. Kraftet die Hauptsegel! Auf jeden. Okay, los geht's, Leute. So, da hinten ist irgendwas. Und lass uns mal gucken, ob wir noch ein paar lustige Inseln finden. Oh, das war Entschuldigung. Ist mir ausgerutscht. Und wir uns auf jeden Fall noch die Beute, die hier rumsteht. Ach, sehr geil. Ich liebe das, wenn die singen. Okay, jetzt müssen wir ganz kurz ein bisschen langsamer machen, damit wir gleich rumkommen. Schießt irgendwer? Nein. Alle Segel, sie verträgt das! Hoch, Leute! Sieht schon extrem geil aus, ne? Boah, der Sonnenuntergang, saugeil. Richtig, richtig gut sieht das aus. So, hier haben wir noch eine Insel. Die sieht sogar relativ groß aus. Die looten wir noch mit, oder? Ich würde sagen, dann gucken wir gleich mal, ob wir noch irgendwas haben. Jetzt müssen wir einmal ganz kurz links rum. Rechts natürlich, Entschuldigung. Und los geht's. Oh, da, guck mal, da hinten ist irgendwas. Das sieht aus wie eine Stadt. Hä? Wo war die jetzt? Da hinten, da will ich hin. Ach, das ist Nassau schon. Ach, da müssen wir sogar hin. Ah, okay. Okay, in Reisegeschwindigkeit. Oh, 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 oh. Huh. Okay, ja, ab nach Nassau, meine Lieben. Ich habe gedacht, das wäre weiter weg, aber das ist ja wirklich nur ein Katzensprung gewesen. Hätten wir da sogar hinschwimmen können, da hätten wir nicht mal ein Schiff gebraucht. Okay, natürlich, das ist Unwetter etwas kontraproduktiv, wenn wir da durchs Unwetter schwimmen, aber an sich wäre es möglich gewesen. Okay, wir sind in Nassau auf den Bahamas, 1715. Sag mir, ich stehe unter Arrest. Sag es! Deine der Katzenaugen? Flieg davon, Bürschchen, zurück zu deinem Herrn. Hi. Ich war mit ihnen auf Kaperfahrt, bis der Krieg beendet war. Ich sehe dich an Land. Okay. Das heißt, wir sind jetzt gefragt. Und zwar, Aussichtspunkte gibt es 7, Aufträge 2, Truhen gibt es 22. Also ist relativ viel zu tun hier. Wir nehmen wieder unsere, ja, klein versteckten Messerchen. Wo sind sie denn? Da sind sie, versteckte Klingen. Dann können wir nämlich aus den Hinterhalten ein bisschen angreifen, denn wir sind immer noch ein Assassine, auch wenn es mehr ein Pirat als ein Assassine ist. Und das sollten wir nicht vergessen. Was ist hier denn? Gucken wir mal rein, oder, liebe Leute? Da vorne sitzt er. Ach, für Schiff bestimmt. Sehr geil. Komm, lassen wir unser Schiff aufrüsten hier. Ich will so einen richtig fetten Dampfer haben. Gib mir dein Zeug, verdammt. Was? Versteht ihr den? Captain verstehe ich. Hm. Ich glaube, er will unser Schiff nicht. Doof, Mann. Oh, hier kann man rein. Super. Dann gehen wir einmal rein hier in die... Was? Sah aus wie eine Taverne. Okay, ist keine Taverne. Es ist ein kleiner Lahn. Ein Fischerlädchen. Und dann gucken wir mal. Wir können jetzt hier Schwerter montieren. Sehr cool. Da können wir uns ein bisschen stylisch einkleiden. Das sieht schon mal sehr... Das sieht verdammt geil aus. Puh, aber uns fehlt natürlich noch ein bisschen das Gold ab, beziehungsweise die... wie nennt sich die Währung hier? Ruben, Rusen, Riesen? Irgendwie sowas. Fracht verkaufen. Rum, bist du verrückt? Nee, das lohnt für 75 lohnt sich nicht. Also man kann hier super Zeug verkaufen und natürlich auch kaufen. Kugeln. Ja, komm.
Ach, da haben wir 10 von 10. Rauchbomben, da holen wir mal eine. Wir können auch nur noch eine tragen, von daher. Und Touren brauchen wir nicht. Pistolensets. Das sieht doch schon mal super aus. Geben alle Minus, ne? Die zwei haben wir. Ne, die haben wir jetzt hier. Okay, gut. Schwertersets. Ich hätte gerne diese noch so, diese kleinen. Ein bisschen effizienter irgendwie oder. Ja, einfach da noch was. Und, oh, das sieht gut aus. Ein Freibeuter Entermesser. Auf, auf! Das holen wir uns. Das sieht super aus. Das war es mir jetzt wert. Ihr sprecht kein Deutsch hier, ne? Ihr habt es nicht so mit Deutsch. Sehr, sehr schade. Okay, kann man nichts machen. So, raus hier aus den Schuppen. Da jetzt raus. Und die sprechen alle Englisch hier. Denke ich zumindest. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. No, no, no. Wir haben es. Wir haben es. Super. Super. Richtig geil. Direkt am Anfang bekommen. So muss das laufen. Okay, einmal weiter hier. Wo müssen wir überhaupt hin? Da hinten leuchtet irgendwas. Gehen wir da als erstes hin. Da sind ein paar Prostituierte, die wir jetzt hier nicht brauchen. Hier ist ein Galgen. Also, zum Hängen. Wir wollen jetzt hier keinen hängen. Einfach mal hängen lassen. So, hier ist noch irgendwo ein Artefakt. Da oben fleucht es. Nee. Da ist es. Okay, wie kommen wir da hin am besten? Ach Gott. Brauchen wir hier nur hoch, oder? Oh, okay. Nee, warte mal. Kletter da hoch, mein Freund. So, wie kommen wir da am besten drauf? Warte mal, da müssen wir eigentlich nur da drauf springen. Zack. Hoch. Wie, geht nicht? Ich wollte gerade sagen, ja. Enttäusch mich doch nicht. Nee, nee, nee. Okay, nee, er will nicht. Oh, da ist ein Auftrag. Den nehmen wir natürlich an. Aufträge sind immer super. Einmal fallen lassen, bitteschön. Ja, ist okay. Okay, und dann holen wir uns unseren ersten Assassinenauftrag. In Nassau. Der Piratenkapitän. Eine Bande von Templer-Freibeutern hat kürzlich vor der Küste einige Handelsschiffe aufgebracht. Sie verstecken sich um die gestohlenen Güter irgendwo in der Stadt. Was? Sie verstecken sich? Ach, und. Okay, den nehmen wir natürlich an. Oh, hallo Däubchen. Nehmen wir natürlich an, in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch den ein oder anderen, ja, komm. Dass wir den einen oder anderen, ja, Loot dazu bekommen. Wir müssen natürlich auch sehen, wo wir, wie wir über die Runden kommen hier. So, wir gehen jetzt noch nicht zum Questziel. Hier ist noch ein True. Sind die hier unten irgendwo? Oder war die? Ne, hier ist es super. Nehmen wir natürlich noch mit. Nassau-Truhen 1 von 22. Und da oben ist noch irgendwo ein lustiges Musikstück. Würde ich schon gern haben. Also ich finde das immer sehr cool, wenn die singen, unsere ganzen Leute. Und wenn das natürlich noch ein bisschen breiter ist, das Sortiment, was sie singen können, dann ist das natürlich super. Und wir haben es direkt bekommen. Sehr gut. Sehr, sehr geil. Und das holen wir uns da auch noch dazu. Oder auch nicht. Warte mal, auf den Baum. Auf den Baum, mein Freund. Okay, nein. Okay, dann lass es sein. Dann lass sein, wenn du nicht willst, dann. Dann brauchst du natürlich, wir wollen dich nicht zwingen hier. Dann gehen wir weiter zum Attentat. Was müssen wir überhaupt machen? Unsere Superklingen haben wir super, okay. Wir sind gleich da, den Aufenthaltsort, das Ziel erreichen. Noch 75 Meter, 70, 65... 60, 50 und wir sind so gut wie da. Also das Ziel aufspüren. Dann gucken wir einmal so. Warnung, Sperrgebiet, ist okay. Lass mal ganz kurz hier rein. So, und wo ist hier einer? Ist das nur einer? Okay, das ist nur einer. Jetzt können wir natürlich gucken, ob wir die irgendwie austricksen können. Wir sind zu weit weg von denen. Warte mal, können wir hier nicht einfach... Oh, fuck. Die hören uns nicht, verdammt. Okay, da ist unser Ziel. Oh, fuck, 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 oh, fuck. Oh, 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 oh. Die haben Faustdick hinter den Ohren. Oh, fuck, das war die falsche...
Nein, nein, nein. Komm, das kannst du knicken. Nee, nee, nee. Das war jetzt zu... Nee, das war zu unorganisiert. Ja, zu stumpf einfach, wie wir vorgegangen sind. Ich habe auch nicht gedacht, dass der uns so schnell sieht da in der Ecke. Das war jetzt ein bisschen das Problem an der Sache. Das heißt, auch ein neues ist ja jetzt nicht so weit weg. Hast du irgendwas zu verkaufen für uns? Etwas. Ach, gut. Nee, haben wir vorhin schon. Und auf ein neues. Können wir mal gucken, ob wir von der anderen Seite kommen. Ich will nochmal ganz fix unsere Rauchbombe nutzen. Okay, komm. Spricht er da mit irgendwem? Ich weiß es nicht. Da unten ist das Ziel. Ich ergebe mich nie, rudere nie zurück. Schweine lieben. Du hast nichts gesehen. Fuck, da kommen wir glaube ich nicht hoch. Puh. Ach, der war schon tot. Damit hatte ich nichts zu tun. Der ist so weit weg, oder? Ah, läuft immer weiter. Okay, nee, nee, nee. Müssen wir uns ranschleichen, Leute. Da ist einer. Kommt der hoch? Jetzt können wir ihn natürlich erschießen. So, um hier nichts, dir nichts. Okay, mein Freund. Dann machen wir mal ganz schnell hier alle kalt. Ah, fuck. Kein Problem, alles gut. Wir haben alles im Griff. Nicht mit mir. Oh, oh, oh. Ah, fuck, die treffen irgendwie immer, ey. Da kannst du noch wegrennen, wie du willst. Oh, 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 oh. Nein, nicht mit mir, mein Freund. Oh, komm, 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 komm. Komm, der muss auch schon dreimal tot sein. Und wir haben ihn, super. Jetzt machen wir die andere Knallköpfe hier mit kalt. Elegant, sehr elegant gelöst. Und jetzt wird erstmal gelootet, hier unser Anteil gefordert. 13? Was bist du denn für einer? Ist das hier... 749? Sind wir hier richtig? Könnte das die Insel sein? Nee. Das ist eine falsche Insel. Glaube ich. 749, 625. Passt das denn so ungefähr von der Form? Nee, nicht wirklich, ne? Würde ich jetzt nicht sagen. Nee. Ich denke nicht. Meine Güte, habt ihr wenig dabei? Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns weiter in der nächsten Folge. Oder sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und hier haben wir noch ein kleines Schweinchen. Das nehmen wir noch mit. Zack. Entschuldigung. Schlaf. Psch. Nichts gesehen. Nichts, rein gar nichts. So, tschüss, meine Lieben. Ciao.